Die große, große Frage, die sich bei alledem mir allerdings stellt, ist, wird das dieses Jahr endlich mal hinhauen? Und damit, hey, hallo Welt und herzlich willkommen zu einem Video, was mal, sagen wir mal, nicht so das ganz typische, ich rede über Musik, sondern ich rede über meine Musik. Unter meinem letzten Video habe ich die Frage gefunden und danach wurde sie mir auch noch ein paar Mal so als PN geschickt. Warum ist die C-Seite eigentlich nicht mehr auf Spotify, dein Debütalbum, mit welchem du doch eigentlich Frieden geschlossen hattest? Nun, die Antwort ist recht simpel. Es gab ja neulich diese große Welle, wo lauter kleine so Indie-Musiker verschwunden sind von der Plattform, hat damit nichts zu tun. Die ist auch aus allen anderen Stores raus, mit Ausnahme von Bandcamp. Ich habe mit der C-Seite jetzt so im Nachhinein lange nicht den Frieden geschlossen, von dem ich dachte, dass ich den mit ihr geschlossen hatte. Also Frieden im Sinne von, die C-Seite war mein Debütalbum, ich hatte von nichts einen Plan, mir ist beim Aufnehmen dreimal der Rechner abgerauscht, ich hatte keine Kanaltrennung, habe nichts einzeln aufgenommen, weil weder meine Aufnahmeskills und mein Know-how, noch mein, meine Spielskills ausreichend waren, um da irgendwas Gescheites zu machen. Aber ich habe es halt einfach mal gemacht und rausgehauen. Was an sich super war, um endlich was zu machen, um dann darauf aufbauen zu können. Aber auf der anderen Seite halt auch einfach harte Grütze. Ah ja, stopp. Eine Sache ist noch recht wichtig in dem ganzen Komplex. Wenn man nach meiner Musik gesucht hat, hat man auf den meisten Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, als erst die Musik von der C-Seite gefunden. Also nicht die Musik, die eigentlich das repräsentiert, was ich gerade mache, sondern der richtig fiese Schmutz von früher. Und das war einfach nur terrifying und hat mich absolut abgefuckt. Und deswegen habe ich dann die C-Seite entfernt, weil ich mit der C-Seitenfassung, wie sie da eben öffentlich war, absolut nicht mehr zufrieden bin. Und wer sie wirklich hören will, der soll halt verdammt doch mal auf mein Bandcamp gehen. Finden sie dann eben dort. Naja, und jetzt habe ich eben auch schon durch die Blume gesagt, mit der C-Seite in dieser Form, wie sie da ist. Denn es gibt anderthalb Formen von der C-Seite, mit denen ich halbwegs zufrieden bin, zufrieden sein könnte. Das eine ist die D-Seite, also die Nachfolge-EP, die quasi Cover-EP zur C-Seite, also meinem Debütalbum, wo ich mir ein paar Songs rausgepickt habe. Größtenteils auch einfach durch die Unterstützung von euch, die damals dann eben ein Voting gemacht haben, gesagt haben, hey, wir hätten gern diese Songs nochmal irgendwie in der Bandfassung und dann eben noch meinen persönlichen Lieblingssong, Guten Tag, ich bin das Vorurteil dazu, weil den hatte irgendwie keiner gewählt damals. Über die Seite bin ich bis heute sehr zufrieden, vor allem auch mit dem Mix und das, obwohl ich mit dem Mix damals so gar keinen Plan hatte, wirklich erstmal wirklich richtig abgemischt habe, aber hat ganz gut funktioniert. Und die andere Version ist tatsächlich, dass ich versuchen möchte, im Laufe des Jahres 2021 die C-Seite nochmal komplett neu aufzunehmen. Damit die C-Seite jetzt am Ende vielleicht auch mal dann das Album ist, was ich eigentlich damals aufnehmen wollte. Denn es ist halt jetzt einfach einige Jahre später und ich habe ein bisschen mehr Lebenserfahrung, vor allem ein bisschen mehr Erfahrung als Musiker gesammelt. Ich habe meine Instrumente besser im Griff. Ich habe andere Instrumente. Ganz ernst, ich finde meine 8-seitige Ukulele klingt auch um einiges besser, obwohl sie um einiges günstiger war, als meine alte 4-seitige, die ich jetzt wahrscheinlich sogar verkaufen werde. Dazu weiß ich über das Mischen mehr. Ich kenne mich mit Aufnahmeprozessen besser auf und summa summarum habe ich heute eigentlich erst das Skillset, was ich damals gebraucht hätte, um das zu machen, was ich vorhatte. Und deswegen habe ich vor, die C-Seite dieses Jahr nochmal neu aufzunehmen. Ob das klappt? Andere Geschichte, denn nun, es liegt auch noch eine andere EP rum, an der ich gerade selig arbeite. Also neben der von Splittersicht, die dieses Jahr auch noch kommen soll. Und die auch definitiv kommen wird, sobald wir halt auch mal wieder proben können. Denn wir brauchen nicht ins Studio gehen, bevor wir in der Band nicht proben können. Das ist im aktuellen Shutdown nicht so ohne weiteres möglich. Weil, ja, ne? Gesundheitliche Maßnahmen und so. Problem bei alledem ist nur, ich habe schon öfter mal angekündigt, ich rede seit Jahren davon, dass ich mal wieder eine EP veröffentlichen will. Ich rede seit Jahren davon, hier, ich mache dieses, ich mache jenes. Das Einzige, was dies hier aber wirklich sicher ist, weil eben nicht nur ich dran arbeite, ist aber die Splittersicht-EP. Die richtige nächste Solo-EP dagegen, da stehen schon die Songs fest, also die Texte stehen schon, da schraube ich gerade an Arrangements rum, da sollte hoffentlich dieses Jahr noch was draus werden. Und dann die C-Seite, naja, ist prima, eigentlich nur noch die alten Lieder neu drauf schaffen, wirklich richtig mal mit BPM ausarbeiten, mal ein bisschen so ein Bett legen, dass ich wirklich was habe, auf das ich auch gescheit spielen kann, das Ganze neu aufnehmen, mal alles mit Chören ausstatten, nicht nur einen Song, wo ich dachte, ey, das klingt cool. Die C-Seite runterzuspielen, wenn sie dann soweit bin und ich wieder soweit eingespielt bin auf den alten Songs, ist dann wahrscheinlich eine Sache von einer Woche. Aber ich muss mich mal ransetzen, ich muss die Muße dazu haben und die Zeit. Ja, und dann kommt die C-Seite auch wieder auf Spotify, aber in neuer Form, mit nicht den alten Aufnahmen, wo ich heute bin so, oh Gott,
Ich weiß, ich eiere hier gerade ziemlich viel rum, aber die alte C-Seite ist für mich ein mittelschweres Cringe-Fest. Aber davon mal abgesehen, fassen wir einfach mal zusammen. Was Musik angeht, ist dieses Jahr recht viel wahrscheinlich noch von mir zu hören. Ich habe noch einen Einzelsong rumfliegen, der über einen Jahreswechsel hin entstanden ist, den ich an einem Abend quasi fast komplett durchgepowert habe, die ich definitiv noch veröffentlichen will. Da müssen wir noch kümmern, dass ich die Cover-Grafik noch irgendwie ranschaffe, damit ich da was machen kann. Ob der auf Spotify sein oder nur auf YouTube, das kann ich nicht sagen. Aber da kommt dem definitiv noch was. Dann der Plan der Splittersicht-EP, wo ich mich schon ultra drauf freue und Bock drauf habe. Dann C-Seite, neu aufgenommen, kommt dieses Jahr, wie ich das dann betiteln werde, als Remastered, Re-Recorded. Keine Ahnung, mach ich dann mit dem Zeug. Und wenn es gut läuft, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, dann meine nächste Solo-EP, weil ich mich auch in diesem Zimmer langsam eingerichtet habe. Und da drüben stehen jetzt alle meine Synthesizer und mein Rechner und alles ist da und krieg mich hier langsam eingerichtet und es wird schon, die Texte stehen zu größten Teilen schon und ich kann endlich mal mit dem Einspielen beginnen und... Ja, zusammengefasst, musikalisch wird dieses Jahr hier wohl noch so einiges gehen und ich hoffe, dass dieses Jahr ausnahmsweise meine Pläne auch mal vollständig aufgehen, denn eigentlich so rein zeittechnisch sollte ich genügend Zeit haben, wenn ich mich mal wirklich dahinter klemme. Was denkt ihr dazu? Versteht ihr das, was ich sage, hey, ich will die C-Seiten der Form nicht mehr online haben? Oder denkt ihr, hey, nee, lass das online, das ist ein wichtiges Zeitdokument und nicht nur ein Cringe-Fest und ja, was seid ihr dazu? Schreibt es runter in die Kommentare und der Kater macht dir gerade die Tür auf. Ich muss jetzt Katze streicheln. Schöne Schäfenoten.